Moin, moin Leute und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es weiter von Oslo nach Karlskrona, erstmal nur bis hier südlich von Göteborg. Weil sonst, ich glaube, das hier ist alles Landstraße, ich glaube, die Fahrt wird zu lang. Deswegen. Das hier ist alles Autobahn, hier geht es dann auf Landstraße. Das wird dann ein zweiter Abschnitt. Der kommt dann morgen, wenn ich die Muße dazu habe. Die Leute, die diesen Insider kennen, die wissen Bescheid. Na? So. Ich würde sagen, Abfahrtskontrolle haben wir schon gemacht. Aber bevor wir es vergessen, machen wir noch einen schicken Screeny-Weeny. So. Bevor wir jetzt hier noch länger rumwarten, oder weiß ich auch nicht, uns hier die Gegend angucken, ne, steigen wir lieber ein und fahren los. Ne? Weil sonst kann das hier noch ewig dauern. Links ab. Oder vielleicht auch doch. Vielleicht ist es ja mal bald soweit, dass die KI zum Beispiel auch auf ja, einen Werkstattplatz fährt. Wer weiß. Vielleicht. Irgendwann. Hoffen wir es. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, würde ich sagen, verlieren wir auch gar keine Zeit mehr und fahren dann auf den schnellsten Demnächst Weg. rechts abbiegen. Ja, auf dem schnellsten Weg direkt auf die Biege Autobahn. nach rechts ab. Rede, du nervst. Für alle, die neu hinzugekommen sind, für die, die sich fragen, was wollen wir eigentlich in Karlskrona? Wir schauen uns dort die neue Garage bzw. mittlerweile schon ältere Garage von Chris Binfort an. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, dort vorbeizuschauen, deswegen holen wir das jetzt nach. Chris Binfort. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Chris Binfort kennt man in der Regel aus dem ETS oder aus dem ATS. Ja, der Kollege ist auch im Nimm diese ATS Ausfahrt. unterwegs. Ich werde ihn unten verlinken, sodass ihr direkt bei ihm vorbeischauen könnt. Abschnitt bis Göteborg haben wir circa 300 Kilometer vor uns. Das wird eine relativ ja, kurze Tour. Es ist eigentlich alles Autobahn. Also das wird ganz entspannt. Wie gesagt, der zweite Abschnitt bis Karlskrona, der kommt dann morgen Abend online, ne? Was haben die vor?
Ja, Gas geben, wenn jemand von hinten kommt. Mhm, genau. So mache ich das in der Regel auch immer. Kappa. Thema Maut hatten wir in der letzten Folge schon. Hoffen wir mal, dass es bei diesen doch recht günstigen Preisen bleibt. Ich bin gespannt. Gönnt euch die Optik, Leute. Gönnt euch die Optik. Ne? Das sieht ja wirklich atemberaubend aus. Falls ihr noch Fragen habt, was wir machen könnten, Livestreams etc., was auch immer, ne, schreibt es gerne in die Kommentare, dann kann ich am besten darauf eingehen. Oder falls ihr Probleme bemerkt in meinen Videos oder Fehler, wie auch immer, gerne alles in die Kommentare, dann kann ich darauf ziemlich zügig eingehen.
Ansonsten grüße ich natürlich auch die ganzen anderen Kollegen, die auch teilweise YouTube machen oder auch Story schreiben, was auch immer, ne? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Methoden. Ich grüße euch alle. Geradeaus. Machen wir. Ja, falls ihr Kollegen sucht oder nicht findet, schaut einfach mal bei mir auf dem Kanal vorbei und dann oben in dem Reiter Kanäle, da sind eigentlich alle verlinkt, ne? Da findet ihr alle. So. Falls ihr eine bestimmte Person sucht oder so, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Ansonsten habe ich mir die Woche über ein bisschen Oslo angeschaut. Hat Jan, mein Chef, ja so zu mir gesagt, das soll ich mal machen. Was er jetzt konkret damit meint, bitte links halten, hat er so noch nicht zu mir gesagt. Aber ich bin gespannt. Da lassen wir uns mal überraschen. Na, was hat er vor? Da lassen wir uns mal überraschen und lassen es auf uns zukommen, ne? Muss ich aber auch wirklich sagen, allgemein Skandinavien ist wirklich eine sehr schöne Gegend. Ne? Du schon fix. Da hinten kommt gleich der Rastplatz, wo wir anhalten. Tatsächlich, die Folge ging fix rum. Aber der Trend geht ja auch irgendwie in die Richtung, dass die Folgen eher kürzer werden. Warum nicht, ne? Letztendlich, die Fahrtstrecke wird sich dadurch nicht verkürzen. Kommen halt ja zwei Folgen. Ne? Aber gut. Wir machen es jetzt auch so. Morgen kommt noch eine. Der zweite Abschnitt, ne? Von
daher könnt ihr euch die Folgen dann halt auch getrennt oder zusammen anschauen, wie ihr das wollt. Könnt ihr euch einteilen, wie ihr wollt. Bitte rechts halten. Die Ausfahrt rechts. Vorne ist sowieso rot. Da noch mal Gas geben bringt nichts. Rot ist rot. Das kann man nicht so einfach ändern. Oder vielleicht doch? Schön nach hinten, da ist schön ruhig. Würde ich mal sagen, gucken wir uns den Laster noch mal von außen an. Das schicke Gerät hier. Und mit diesem Anblick würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Ich würde sagen, bis morgen. Und in diesem Sinne, wieder schauen und reingehauen.